Jetzt hätten wir eigentlich ein goldenes Strumpfband kriegen müssen. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirol sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat Ohren. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Geralt, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Aber, Herrin, dein Problem. Ich wollte nur... Der Hexer... Hinaus! Sofort! Der arme Kerl. Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Warte, ich schlafe erstmal eine Stunde. Im Stehen, neben meinem Pferd, gelehnt. Oder halt kniend davor. So, auf geht's. Ui. Oh nein! Ein Panzer greift das Nest an! Zurück! Ich kümmere mich darum.
Feuer sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Und was muss ich tun? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch 7 Jahre zu leben. Höchstens. 7 Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? 7 freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Oh. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Muna Ganderau, Muna Finerat. Verdammt. Geralt, sieh nur. Sieh nur. Götter, ich kann auf Bälle gehen. Ich kann nach Ochsenfurt, sogar nach Novigrad reisen. Danke, Hexer. Guillaume solltest du danken. Er hat mich angeheuert, um dir zu helfen. Ja, ihm bin ich auch sehr dankbar. Richtest du ihm das aus? Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Richtest du ihm bitte meinen Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sag es ihm. Leb wohl, Vivienne. Gucken, wo er sich rumtreibt. Ist noch beim Turniergelände, okay. Alles klar. Na, oh Mann, diese Büsche. Lauf, Plätze! Auf geht's. Stell dich nicht so an, da kann man runterspringen. Oder, ja, oder gleiten. Das fliegende Pferd. Das fliegende Einhorn. Springen, komm. Jawohl. Das ist nur Wasser. Du bist das beste Schwimmpferd, Mensch. Läuft doch. Mein schönes Offroad-Pferd hier. Oh, eine Brücke, Junge. Du Angstkarnickel. So, was gibt es hier noch zu finden? Alles
alles in Ordnung. Danke für die Berichterstattung. Die Götter haben das Biest zur Strafe für unsere Sünden geschickt. Wir sind den Traditionen abhold geworden. Wo einst die Tugend regierte, gibt es heute nur noch Niedertracht. Du bei meinem Schwur. Hol dir ein Hexer. Werde das Turnier gewinnen, gut, Liebste. Du gekommen bist. Geralt, was ist mit Vivienne? Ich konnte ihren Fluch brechen. Wirklich? Also wird alles gut. Sie kann unbesorgt sein? Ich soll dir ihren Dank sagen. Dank dir kann sie ein normales Leben führen. Mag sein, aber wie geht es ihr? Ihre Methode hat funktioniert. Aber wahrscheinlich hat sie nicht mehr lange zu leben. 7 Jahre vielleicht. Ich kann mich aber auch irren. Na, hoffentlich. Du hast mich enttäuscht, Hexer. Ich habe dir vertraut. Und du? Es war Viviennes Entscheidung. Sie wollte es so. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Mein Freund ist Barde und außerdem Philosoph. Amateur wohl. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient. Aber deinen Rat behalte für dich. Adieu. Ja, das, ja, das ist wohl nicht ganz so gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob er uns nochmal anheuert. Ja, das, naja, gut. Nächste Quest. Schauen wir mal. Wessen Leben können wir jetzt zerstören? Zu Hause ist es am schönsten. Gut, das müssen wir noch beenden. Machen wir erstmal das mit dem Löffel. Löffel. Und warte mal, wir lesen nochmal schnell die ganzen Sachen hier, die wir gefunden haben. So. Also mit Lesen meine ich kurz anklicken. Damit aktiviert man nämlich die Quests. Ups. Lesen können wir die immer noch. Das ist gar kein Thema. Aha. Gut. Das haben wir alles gelesen. Das nicht. Wer macht den Dreck wieder weg hinterher? Casus Föderis. Unser Schwert. Das ist eine schöne Stahlwaffe hier. Eine goldene, so wie es aussieht. Und zumindest sieht er aus wie ein Degen. Na komm, taumeln drauf, komm. Zack. Einfach drauf da. Die ganzen Rittersachen sind... Los, lauf! Die sind gut. Obwohl ich die schwarze Rüstung geiler fand. Und ich meine, die sind nur minimal schlechter. Haben aber halt die ganzen
Zeichenintensitäten. Das heißt, ich werde wohl wahrscheinlich eher diese Ritterrüstung bei uns ins Haus stellen und die Schwarze einfach mal anbehalten. Halt! Dann sind wir der böse schwarze Ritter. Ah, wir laufen richtig. Perfekt. Oh, schöne Kleinigkeiten. Dim, 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 dim. Ich glaube, hier sind wir zu Fuß schneller. Indem wir rennen. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Oh, das kann ich dir nicht sagen, du. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer. Yeah. Der Onkel sagt, wenn ich böse bin, komme ich zum Hexer. Ja, das stimmt. Dann komme ich vorbei und versohle Popos. Ach, gar nichts. Pass auf, wo du hin. Entschuldigung, ich hab's eilig. Huch. Oh, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch alles mitnehmen. Und noch eine. Und noch eine. Sieh an. Hallo. Die Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. So ein Löffel. Wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja. Deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber du kannst mal im Keller nachsehen. Da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Bis später. Esst, trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. Majoran, alles klar. Ja, mich im Keller nachsehen zu lassen, ist nie eine gute Idee. Ich gucke nämlich immer sehr gründlich und nachdem ich irgendwo hingeguckt habe, sind da meistens keine Sachen mehr. Aus mir unerfindlichen Gründen. Kochbuch von Smigol Louis Serkis. Das Buch enthält hunderte von Rezepten, aber statt des Rezepts für Hase auf Buclerer Art befindet sich auf der letzten Seite lediglich eine chaotisch geschriebenen Zeilen. Alles klar. Bei Majorans seligen Wunden. Ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchforstet und endlich habe ich es gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton, dem Elfenpriester der Göttin Na-Me-Bi, dessen kulinarische Meisterleistung selbst von den modernsten Köchen unerreicht blieben. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Beauclair befinden sollen, finde ich alle seine legendären Rezepte.
Ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Der Rest der Seite ist mit einem großen, fettigen Fleck bedeckt. Ja, ich glaube, wir müssen mal anfangen. Verschlossen. Wir müssen, glaube ich, mal anfangen zu versuchen, für die richtigen Momente die richtigen Stimmen zu haben. Oh, kann ich dir hier was klauen? Oh ja. Oh ja. Guck mal. Wolltest du mir das nicht eigentlich verkaufen? Tü. Ach, guck mal da hinten links. Ja, ja, ich habe da rechts gar nichts gemacht. Nein, nein. Oh ja. Nochmal das Licht aus hier. Wir müssen sparen. So, ich habe es angemacht. Wir müssen verschwenden. Geralt. Finde das Studio und suche nach Schätzen. Mache ich. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, ich weiß. Komm, das sind nur Treppen, Mann. Ich weiß gar nicht, ob Pferde in Wirklichkeit Treppen laufen können. Ich glaube ja, die nehmen halt immer 12 Stufen gleichzeitig. Humpelt mein Pferd oder was? Sieht gerade so aus, als würdest du humpeln. Plötzlich? Glaub ja nicht, du könntest hier machen, was du willst. Nö. Hey! Lass mich am Leben. Ja. Ah. Entschuldigung. Ich muss da mal durch. Das Herzogtum ist klein, aber wer würde seine Beine nicht kennen? Jawohl, hier können wir endlich loslegen. Ja, ich dachte, diesmal reiten wir mal und nutzen nicht den Teleporter. Dann sehen wir auch nochmal wieder ein bisschen was von der Landschaft. Nein, du musst aber hier rechts rein. Tut mir ja sehr leid. Hallo, Herr Ritter. Was passiert eigentlich, wenn ich den töte? Ich speichere hier mal. Guck mal, hier sind so ein paar Ritter. Kann ich dich nicht einfach angreifen? Schade. Der hätte bestimmt eine nette Rüstung für mich oder ein Schwert. Aber leider geht das nicht. Entschuldigung. Oh. Ach, guck mal hier, die schönen lila Blüten. Hier vor. Weiß ich auch nicht. Wir reiten mal ein bisschen. Oh, ich habe heute schon über 6 Stunden aufgenommen. Halt! Nee, hier will ich noch gar nicht hin. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Weiß ich auch nicht. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, das wären sie schon gewohnt. Na, hat das Wildschwein keine Ausdauer mehr gehabt?
Fasanehof. So ist gut. Was ist denn hier eigentlich? Was bist du? Ein Werwolf? Haut rein. Stufe 48 ist der nette Herr. Vielleicht jemand bezahlen, damit ich das Problem löse. Jawohl. Oh, ein Schwert. Knappen Stahlschwert. Okay. Abgeschlossen. Läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Mir zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Dann ist Segen eine gute Idee. Hexer oder nicht? Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Ja, wenn er gerade nicht schwitzt, ne? Durst. Gib mir was zu trinken. Ah! Oh, sorry. War ja nicht mit Absicht. Unsere fahrenden Ritter sind solche Helden, dass wir schon einen Hexer anstellen müssen, damit er ihre Arbeit tut. Okay, hier ist alles verschlossen. Ah. Hallo Hexer, komm auf ein Bauch. Ein Barbier. Ohne dich, Hexer, hätte uns dieser Werwolf alle verschlungen. Der Werwolf... Hast du ihn getötet? Mhm. Er hat Leute umgebracht, Schafe gefressen, den Hof verwüstet. Wie gut, dass du ihn besiegt hast. Danke. Wenn du willst, schneide ich dir die Haare, sobald mir die Hände nicht mehr zittern. Können wir machen. Ich möchte erstmal eine Rasur. Ein Schnauzer und einen kleinen Zopf am Kinn. Ja, es klingt gut. Ja, sieht schön scheiße aus. Jetzt kommt eine Frisur. Lang und offen. Offen nicht zu lang. Seiten rasiert, oben kurz und ein Pferdeschwanz. Rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Den elfischen Rebellenschnitt. Komm, den wollen wir haben. Und auf Wiedersehen. Alles Gute.